Hallo meine Damen und Herren, wir werden heute eine weitere Kostenträgerrechnungsaufgabe gemeinsam durchsprechen. Dieses Mal ist es allerdings nicht Ihre Aufgabe, einen Artikel zu kalkulieren, sondern Sie sollen für eine neue Maschine, die installiert wird, den entsprechenden Maschinenstundensatz berechnen. Schauen wir uns gemeinsam die Aufgabe an. Hier steht, Sie sollen den Maschinenstundensatz einschließlich der Fertigungslöhne für eine Werkzeugmaschine ermitteln. Sie sollen dabei ruhig die Zahlen auf Cent pro Stunde abrunden oder aufrunden. Jedenfalls kaufmännisch runden. Verstehen Sie das bitte so. Zu diesem Zweck werden Ihnen die folgenden Daten zur Verfügung gestellt. Die Maschinenlaufzeit. Hier steht jährlich bei Vollauslastung 50 Wochen zu je 38 Stunden. Davon aber eine Stillstandszeit von 16% der Maschinenlaufzeit. Meine Damen und Herren, bedenken Sie bitte an dieser Stelle, so eine Maschine kann nur dann Geld verdienen, wenn sie läuft, nicht wenn sie steht. Also müssen Sie sich überlegen, auf welche Zeit sind die Kosten umzulegen. Zweitens, der Wert der Maschine. Sie hatte 2013 einen Anschaffungswert von 76.000 Euro. Der Preisindex für Werkzeugmaschinen lag im Jahr 2013 bei 95%. Der voraussichtliche Preisindex für Werkzeugmaschinen im Jahr 2023, das ist nämlich der voraussichtliche Zeitpunkt des Nutzungsendes dieser Maschine, wird wohl bei 119,7% liegen. 2015 war er also ungefähr bei 100%. Drittens, es ist Ihnen die Nutzungsdauer der Maschine angegeben, 10 Jahre. Viertens, es ist Ihnen der Zinssatz für Fremdkapital angegeben, nämlich 7%. Und die Zinsen sollen auf der Basis der durchschnittlichen Kapitalbindung berechnet werden. Meine Damen und Herren, aus diesen ersten drei Teilaufgaben können Sie eventuell schon ersehen, dass bei so einer Maschinenstundensatzbestimmung natürlich auch die kalkulatorischen Zinsen und die kalkulatorische Abschreibung mit zu berücksichtigen ist. Wir hatten über diese beiden Bereiche ja im Rahmen der Kostenartenrechnung schon intensiv gesprochen und auch einige Übungen dazu durchgerechnet. Hier taucht es also wieder auf. Weiter liegen hier Angaben vor unter fünftens, dass die Instandhaltungskosten für diese Maschine jährlich bei 2.000 Euro liegen. Natürlich braucht die Maschine auch Raum. Unter sechstens ist angegeben, wie viel, nämlich 10 Quadratmeter und die kosten 20 Euro pro Monat. Die Maschine hat eine installierte Leistung von 30 kW. Durchschnittliche Ausnutzung liegt bei 40%. Die Kosten liegen bei 15 Cent pro Kilowattstunde. Sie müssen sich das so vorstellen. Ihr Auto fahren Sie auch nicht immer mit Vollgas. Wenn Ihr Auto jetzt 80 kW leistet, heißt das ja, Sie nutzen im Schnitt vielleicht die Hälfte, vielleicht sogar noch weniger, je nachdem, wie viel oder wenig Gas Sie so im Durchschnitt geben. Die 80 kW, die Ihr Auto zu leisten in der Lage ist, benutzen Sie ja nur in seltenen Fällen. Hoffentlich jedenfalls. So ähnlich ist das mit dieser Maschine eben auch hier zu betrachten. Achtens, die Werkzeugausstattung kostet 800 Euro. Die durchschnittliche Nutzzeit der Werkzeuge liegt bei einem halben Jahr. Also ich brauche zweimal im Jahr eine komplette Werkzeugausstattung. Neuntens, der Fertigungslohn pro Stunde beträgt 18 Euro. Die lohnabhängigen Gemeinkosten liegen bei 60% des Fertigungslohns. Und zehntens, als weitere Gemeinkosten fallen in der Kostenstelle rund 2.000 Euro pro Monat an und diese Gemeinkosten sind auf 5 Maschinen gleichmäßig zu verteilen. Aus diesen ganzen Angaben, meine Damen und Herren, sollen Sie nun den Stundensatz für diese Maschine berechnen. Unter B greifen wir jetzt schon so ein bisschen vor auf die Teilkostenrechnung. Denn unter B steht, ermitteln Sie den Maschinenstundensatz für eine Auslastung von nur 80% der Vollauslastung. Der durchschnittliche Variator der Kosten liegt bei 6, bezogen auf Vollauslastung. Was heißt das? Das bedeutet, dass wenn Sie einen Stundensatz ausgerechnet haben für die Vollauslastung, und da steht der Variator im Durchschnitt liegt bei 6, dass 60% dieses Stundensatzes als variable Kosten angesehen werden können und 40% als fixe Kosten angesehen werden können. Und jetzt ist unter B eben genau zu berücksichtigen, was passiert, wenn jetzt die Auslastung der Maschine eben nicht mehr bei 100% liegt,
sondern wenn die Auslastung der Maschine nur noch bei 80% liegt. Überlegen Sie ganz genau, welcher Anteil der Kosten ändert sich dann und berechnen Sie den neuen Stundensatz, der sich ergibt für eben nur 80% Auslastung der Maschine. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lösung dieser Aufgabe, die wir natürlich auch wieder in einem weiteren Screencast gemeinsam durchsprechen werden. Bis dahin, tschüss und viel Spaß.